Hallo, da ich in meinen Videos häufig Produkte aus China empfehle, meistens sind es eben Köder, fragen mich in letzter Zeit auch einige über YouTube oder Facebook, ob ich denn auch Rollen aus China empfehlen kann. Dazu kann ich ein ganz klares Jein sagen. Denn dann müsste man zum einen definieren, was heißt denn Rolle aus China? Was meinst du damit? Zum Beispiel die hier, die Daiwa BG, die ich auch wärmstens empfehlen kann. Denn die kommen tatsächlich aus China. Wer hätte das gedacht, wa? Aber ich denke, du meinst mit Rolle aus China eher sowas wie das hier. Also eine Nicht-Top-Marke, sondern eine typische No-Name in Anführungszeichen, die eben für einen wesentlich günstigeren Preis zu haben ist und vielleicht in gleicher Qualität ist wie eben Top-Brands wie von Daiwa, Shimano oder Pen. Ja, Pen, auch diese Rolle, die Pen Spinfisher, ist aus China. Also reden wir über Off-Label-Rollen sozusagen. Und da muss man ganz klar unterscheiden, für was für eine Art von Meeresspinnenfischen soll diese Rolle geeignet sein. Wenn wir also Meeresspinnenfischen als eine Art definieren, wie ich es definieren würde, dann muss ich ein klares Nein sagen. Das wäre also für tatsächliches Fischen am Mittelmeer, am Ostatlantik oder meinetwegen auch in der Nordsee, im Nordatlantik, schweres Spinnfischen hier in Norwegen. Fische 1 bis 3 Kilo und im Extremfall muss man mit Fischen bis 10 Kilo rechnen. Da kenne ich ehrlich gesagt keine Rolle von AliExpress aus China, von Non-Label-Rollen, die dafür geeignet wären. Das hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Zum einen halte ich es für wichtig, dass eine Meeresspinnrolle komplett aus Metall ist. So wie zum Beispiel die Daiwa BG. Warum muss die Rolle komplett aus Metall sein? Aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen, die Rolle ist in sich extrem torsionsfest. Das heißt, im Drill, bei der Bearbeitung, beim Cranken von der Rolle von schweren Fischen, beim Werfen und eben auch beim Rolleabziehen, hier verdreht sich gar nichts. Das ist ein absolutes Präzisionsinstrument, dadurch, dass das Material so starr ist. Der andere Punkt, warum es Metall sein sollte, ist Temperatur, Temperaturableitung. Denn Metall leitet Temperaturen mal wesentlich besser ab als Kunststoff. Das heißt, wenn ich jetzt einen Fisch habe wie einen Bonito von 7 Kilo, der mir dann mal gerade 50, 60, 70, 80 Meter von der Rolle mit einer Geschwindigkeit von 70 bis 80 km/h abzieht, dann wird die Spule warm, dann werden alle möglichen Teile warm, aber die Wärme wird eben bei so einer Metallrolle besser abgeleitet, beziehungsweise direkt abgeleitet. Man kann sie auch mit Wasser beträufeln und dann kühlt sie sich noch schneller runter. Während zum Beispiel eine Plastikrolle, die Spule ist zwar aus Aluminium, trotzdem wird aber die Temperatur an das ganze Gehäuse und alles weitergeleitet. Das fängt an zu schmoren. Durch das Erwärmen verziehen sich die Kunststoffteile und vielleicht manchmal in der Form, dass es sich auch nicht mehr zurückbildet. Man hat ein dauerhaftes größeres Spiel in der Rolle. Und ja, was man hier auch sieht, nicht nur die Temperatur, sondern man kann das Ganze halt viel leichter biegen. Hier habe ich die Rolle mal montiert an einer Rute, einem Rollenhalter. Und hier sieht man ganz gut, was bei einer Kunststoffrolle passiert, wenn ich halt wirklich Kraft beim Cranken aufwende. So, jetzt mag sich manch einer sagen, ja, meiner Shimano, bla bla bla, da wird das doch nicht passieren. Mach es mal, mach es mal. Du wirst dich wundern. In dem Fall handelt es sich um die SeaKnight Rapid 4000H. Die gibt es inzwischen auch in einer verbesserten Version, die ich zwar nicht für das Meeresspinnfischen empfehlen würde, wie ich es eben beschrieben habe, aber doch durchaus für das leichte Meeresspinnfischen, zum Beispiel auf Wolfsbarsche, Meerforellen, kleine Barracuda im Mittelmeer, also Fische unter 3 Kilo, ist diese Rolle überhaupt kein Problem. 29,50 ungefähr habe ich damals bezahlt. Natürlich ist die Rolle jetzt, die ich etwa seit 2018 habe, verschlissen. Das heißt, zum Beispiel merkt man etwas Spiel hier im Schnurfangbügel. Auch insgesamt ist da ein bisschen Bewegung drin. Klar, aber das sind jetzt 5 Jahre und sie war halt auf Gran Canaria bei X Schwarzbarsch Guiding Einsätzen, meine Guiding Gäste, die unterschiedlichsten Qualitäten und Typen haben die gefischt. Ich selbst habe sie auf Wolfsbarsche, meine Tochter hat damit einen großen Wolfsbarsch gefangen. Überhaupt kein Problem. Für das leichte Spinnfischen wohlgemerkt. Den Preis sollte man dabei unbedingt natürlich auch im Auge behalten, denn für diese Rolle kriege ich nicht mal ein Drittel von einer Shimano-Rolle der gleichen Qualität. Oder anders ausgedrückt, ich kaufe mir eine Shimano-Rolle, könnte aber drei von dieser haben. Also ich könnte mich mit zwei Rollen irgendwo zwischen die Steine hinlegen, beziehungsweise die Rolle kaputt gehen und hätte immer noch eine, während ich dann um die Shimano-Rolle schon am Heulen wäre. Ein deutscher Rutenbauer, der hat mir jetzt eine Rute aufgebaut, nach meinen persönlichen Vorstellungen, wie eine Rute auszusehen hat. Darüber werde ich noch ein Video machen. Diese Rute hole ich Anfang Juni ab und dafür wollte ich auch noch eine extra Rolle haben. Jetzt habe ich mir zunächst gedacht,
wirklich eine vernünftige Meeresspinnrolle. Da würde ich sagen, ist die Einstiegsklasse immer noch die Diver BG. Kann ich wärmstens empfehlen. Ich kriege kein Geld von der Firma, sollte ich aber inzwischen nehmen, weil x Guiding-Gäste haben die gekauft und manche davon sogar 4 oder 5 Stück. Daher wollte ich eigentlich diese Rolle in der Größe 3000 kaufen. Das ist jetzt eine 4000er Rolle. Habe aber dann überlegt, richtig leicht ist die auch nicht. Gibst du so einer China-Rolle nochmal eine Chance, weil ich eben zum Beispiel mit dieser für das leichte Meeresspinnfischen ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Die ist auch sogar als meeresfest angegeben, also diverse Teile, man sieht es ja, hier ist kein Rost dran, sind eben auch aus Aluminium oder eben rostfreiem Stahl. Und so habe ich mir auch eine Rolle nochmal aus China bestellt, um diese zu testen. Ja, und heute ist das Paket gekommen und ich bin schon sehr gespannt, was mich da erwartet. Ich habe die Rolle auch aus ästhetischen Gründen gekauft, weil sie eben zu der wunderschönen aufgebauten Rute dann auch besser passen wird. Also seid gespannt. Der Name ist schon mal ziemlich lächerlich, PC Fun, also das assoziiere ich zumindest mit Piscina aus dem Spanischen, wahrscheinlich auch Lateinischen. Und dann noch das Fun dabei heißt Schwimmbadspaß. Das ist jetzt nicht so besonders vertrauenserweckend. Hört sich so ein bisschen an wie diese billigen China-Aufblasspielzeuge von Best Way, hieß glaube ich diese Firma. Ich hoffe, dass diese Rolle jedenfalls besser ist. Die Übersetzung der Rolle ist 6,2 zu 1. Das ist ein extrem wichtiger Faktor beim Meeresspinnfischen. Und auch der Grund, warum es sehr wenig Rollen auf AliExpress und Co. gibt, die man halt für das Meeresspinnfischen wirklich gebrauchen kann. Wenn ich da lese 4,8, 5,2, das reicht einfach nicht zum Meeresspinnfischen. Oder anders ausgedrückt, der Schnureinzug sollte mindestens 85 cm sein. Alles darunter könnt ihr zum Spinnfischen in temperierteren Gewässern, also Mittelmeer und Atlantik, vollkommen vergessen. Für Norwegen mag das manchmal reichen, eine langsame Rolle zu haben, aber selbst dann haben viele Guiding-Gäste schon festgestellt, dass es eben nicht reicht, oft zum Beispiel auf die Köhler. So, jetzt aber genug geschwafelt. Let's see what's in the box. Klassisches Unboxing. Das sieht nach einer Kurbel aus. Aber schon ein sehr dünnes Schräubchen. Gut, die Rolle ist auch nicht so groß. Hoffe ich doch. Ja, doch. Das sieht ja schon ganz ordentlich aus, würde ich sagen. Und auch etwa die Größe, die ich mir vorgestellt habe, da Rollengrößen leider nicht genormt sind. Also das hier ist zum Beispiel auch eine 4000er. Genauso wie die Diver hier eine 4000er ist. Und auch hier die Seanite Rapid ist auch eine 4000er. Also daran sieht man deutlich, China-Rollen werden meistens in Shimano-Größen gebaut. Das sollte man wissen, das habe ich auch ausführlich in meinem Buch über das Meeresspinnfischen geschrieben, dass eben Rollengrößen nicht genormt sind. Man kann so sagen, Diver-Meeresrollen, sofern es keine LT- oder MQ-Serien sind, also reguläre Diver-Meeresrollen, sind die größten Rollen. Eine Diver 4000er entspricht ungefähr einer Shimano 6000er Rolle. Also da darf man auf keinen Fall Äpfel mit Birnen vergleichen, auch bei den Preisen nicht. Pen ist ein bisschen kleiner als Diver und ein bisschen größer als Shimano Rollen. Aber kommen wir jetzt mal zu diesem Schmuckstückchen. Sehr schön, also von der Optik habe ich mir die schon mal ausgesucht und natürlich auch von den technischen Werten. Ich hoffe, dass die da eben auch überzeugt. Aber bevor wir die zum Einsatz bringen, sollte man das machen, was man generell mit allen neuen Rollen machen sollte, sofern sie nicht im Laden schon entsprechend die Pflege bekommen, die sie bekommen sollten. Denn die Rollen werden heutzutage immer mit zu wenig Fett und zu wenig Öl ausgeliefert, sodass man vor dem ersten Gebrauch diese Rollen unbedingt alle ölen und fetten sollte. An den entsprechenden Punkten. Wer in den 70ern, 80ern groß geworden ist, der weiß noch, dass zum Beispiel die Rollen oftmals aus den Verpackungen in einem Plastiktütchen richtig triefend fettig waren, weil man da eben anständig gepflegt hat. Aber heute zum einen, um Kosten zu sparen, wird wenig Fett und Öl verwendet und zum anderen, weil der Endverbraucher auch eben solche vermeintlich sauberen, reinen Produkte erhalten will, was aber letztendlich abträglich für die Nutzung ist. So, legen wir los. Ein weißes Tuch. Und wir brauchen einen Kreuzschlitzschraubenzieher und einen normalen Schlitzschraubenzieher in der entsprechenden Größe, Fett und Öl. Jetzt gucken wir uns erstmal an, wo die Rolle zusammengeschraubt ist. Das ist meistens standardmäßig. Hier sind 3 Schrauben auf der Seitenplatte. Eine sehr lange Schraube. Da muss man den ganzen Spulensatz abnehmen. Ja, und da sieht man es schon. Nicht unterfettet, aber eher dürftig gefettet.
Und hier kann man ordentlich was nachquatschen auf das Zahnrad, auf die Zahnräder, auf das Schneckenrad und auch gerne hier an den Rändern, denn Fett an den Rändern, das dichtet noch zusätzlich ab, falls eben mal ein Splash oder sowas die Rolle benässt. Und naja, wasserdicht ist sie natürlich in dem Zustand auf keinen Fall. Aber das sollte sie auch nicht sein. Abschließend fettet man hier noch diese Bale Arm Spring. Das Cover habe ich hier abgeschraubt, ist Standard. Aber man sieht, es ist schon recht gut gefettet. Da brauche ich gar nichts machen. Super. Jetzt werden noch die Teile geölt, die dann auch regelmäßig geölt werden müssen. Hier das Schnullerfäulchen, die beweglichen Punkte hier und auch natürlich die Schrauben an sich. Also nicht nur die Bewegungen hier. Und natürlich der Kurbelknauf. Hier ist auch ein Kugellager drin. Dieses Kugellager muss auch regelmäßig geölt und gefettet werden. Das dient dem Verschleißschutz, denn hier kommt jede Menge Staub drauf. Es kommt Salzwasser drauf, was ich ein bisschen verkrusten kann. Und das sorgt halt für einen Verschleiß. Wenn man das ein bisschen ölt, wird es davor geschützt und gleichzeitig geschmiert. So, jetzt noch die Schrauben richtig anknallen. Da wird nämlich auch meistens dran gespart, an der Festigkeit. Genauso hier das Schnurlaufröllchen. Und dann ist die Rolle einsatzbereit. Solche anklappbaren Kurbeln, wie hier diese, mag ich eigentlich überhaupt nicht. Allerdings gebräuchlich bei fast jeder Süßwasserspinnrolle. Hier zum Beispiel sieht man ja halt bei der Diver, da ist alles aus einem Stück. Natürlich robuster, aber natürlich auch weniger transportabel. Was mir auch wichtig war, sind diese Kurbelknäufe. Ich mag einfach diese runden Kurbelknäufe, diese feinen, die man zwischen Daumen und Zeigefinger erhält, mit denen kann ich gar nichts anfangen inzwischen mehr. 10 Kugellager lese ich gerade, 10 plus 1. Das eine ist wahrscheinlich hier in der Kurbel gemeint. Das ist schon heftig viel für eine Rolle, die gerade mal 60 Euro gekostet hat. Macht wirklich einen Eindruck einer Shimano Stradic oder sowas in dieser Liga. Bin gespannt, ob sie das auch erfüllt. Und jetzt möchte ich mal doch vorher noch checken, die Torsionsfestigkeit, also die Biegesteifigkeit dieser Rolle. Mir scheint, der Rollenfuß ist wesentlich härter und robuster. Ja, das fühlt sich fast an wie Stahl. Also es ist ein ganz anderes Gefühl. Wesentlich steifer. Gefällt mir gut. Hier sieht man nochmal 1:1 den Größenunterschied zwischen der Diver 4000, das ist rechts, und halt der Carbon X von PC Fun, auch in der Größe 4000. Wenn man die Spulendurchmesser sieht, sieht man es deutlich. Ganzen Körper nicht so sehr. Aber das macht sich natürlich auch im Gewicht ordentlich bemerkbar. Natürlich deshalb auch, weil diese Rolle komplett aus Metall ist, die Diver. Und diese hier, ja, Carbon, aber es wird halt Kunststoff sein. Man nennt das ja auf alle möglichen verbischen Arten. Irgendwelche Marketingbegriffe, die letztendlich verschleiern sollen, dass es eine Plastikrolle ist. So, ich habe mich hier für eine 15 Pfund Multicolor-Schnur entschieden. Ich glaube, das ist eine Schnurstärke 14 offiziell, also 0,14 mm. Und da spielen hier diese Unterlegscheiben, die es bei den meisten Rollen noch dazu gibt, eine entscheidende Rolle. Je nachdem, wie die Schnurverlegung ist, muss ich die eben einsetzen oder nicht einsetzen. Oder vielleicht sogar eine wegnehmen, denn da sind schon welche eingelegt, habe ich gesehen. Die Schnurverlegung ist bis jetzt recht gut. Vielleicht mit einer leichten Tendenz, oben bauchig zu werden. Und das werde ich jetzt korrigieren. Und zwar werde ich eine einzige von diesen Shims, von diesen Unterlegscheiben, auf die Spulenachse setzen. Hier habe ich jetzt die Spule entfernt, wie man sieht. Und nun kommt hier auf diese Achse, an dieser Stelle, die zusätzliche Unterlegscheibe. Kommt einfach hier drüber. Spule wieder aufgesetzt. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob die Schnurverlegung besser ist. Wie man die Schnur aufspult, mit welcher Hilfsvorrichtung, das habe ich ja schon in einem früheren Video gezeigt. Ich verlinke es euch mal hier. So, die Rolle ist gefüllt. Sieht schick aus. Machen wir dann noch eine Gewichtsprobe, Kampfgewicht. Diese Rolle wiegt mit Schnur und Gummiband 272 Gramm nur. Vergleichen wir das mal mit dieser Rolle, die optisch natürlich auch etwas kleiner tatsächlich ist. Wenn man das hier 1:1 vergleicht, sieht es deutlich, die ist ein bisschen höher, ein bisschen länger, die schwarze. Und die wiegt fast 20 Gramm mehr. Das ist schon erstaunlich. Dennoch macht diese leichtere Rolle einen robusteren Eindruck. Ich bin echt gespannt im Test. Vergleichbar
Mit der Daiwa BG 4000 ist sie nicht. Das haben wir schon festgestellt. Das ist nämlich das oft zitierte Äpfel-mit-Birnen-Vergleichsspiel. Das heißt, eine 4000er Daiwa ist eben größer. Daher erübrigt sich der Vergleich. So, jetzt haben wir Butter bei die Fische. Was taugt die Rolle wirklich in der Praxis? Los geht's. Ui, verdammt. Da war schon wieder ein Biss. Aber war ein kleiner Pollack. Und die Wurfweite von der Rolle, die ist echt genial. Kann man nicht anders sagen. Oh, ui. Ah ja, ein Pollack, verdammt. Die Meerforellen sind da draußen, definitiv. Ui, Pollacks sind ganz schön stark, das muss man schon sagen. Ah, ich glaube, den nehme ich für meine Nachbarin mit. Pollack mit der Rolle. Meerforellen sind da, wollen aber irgendwie nicht. Warum auch immer. Was mir erst hier bei der genauen Beobachtung bewusst geworden ist, Kunststoffrollen haben nicht nur eine geringere Wärmeleitfähigkeit, sondern sind auch weniger sensitiv. Das heißt, man spürt weniger von der Köderbewegung und auch Bisse fühlen sich gedämpfter an. Da war schon mal Besseres, oder? Auch hier Pollack, gleiche Größe. Kein Problem. Überzeugt die Rolle, vor allen Dingen mit ihrer extrem weichen Bremse, die mich fast an der Daiwa Salt Tiger erinnert, also an meine Daiwa Salt Tiger. Und eben die wirklich guten, weiten Würfe, extrem weiten Würfe. Und diese saubere Schnurverlegung, wenn man nicht mal anguckt.